Willkommen zurück zu Shantae. Beim letzten Mal haben wir angefangen, den Tempel bzw. das Labyrinth zu erforschen. Und damit werden wir dieses Mal direkt weitermachen. Wow, Zombie. Denn wir haben jetzt unsere tolle neue Spinnenform. Aber wo wir wirklich hinterher sind, ist ja der Stein, der hier drin ist. Der Simmerstone war das, glaube ich, oder war das Simmerstone das letzte Mal? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist schon zu lange her und Shantae möchte hier nicht reingehen. Warum auch immer, irgendwie hat sie so ein bisschen ihre Probleme damit, in Häuser reinzugehen oder in irgendwelche Gebäude. Komm schon, geh da rein! Oh Mann. Ach komm schon, ich möchte in den Dungeon. Sei ein braves Mädchen. Geht doch, danke Shantae. Warum nicht gleich so? Aber naja. Jetzt haben wir erstmal wieder die komischen Skelettkrieger. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, nach Spinnenweben zu suchen, an denen wir hochklettern können. Ah cool, alle Vasen sind wieder da. Was natürlich auch schön ist, da ich beim letzten Mal gestorben bin. Extra, absichtlich, damit ich wieder vier Leben habe. Und jetzt sind alle Vasen wieder hier. Das ist ein zusätzlicher Bonus, den ich natürlich sehr gerne in Anspruch nehme. So, ich weiß ja dann nicht mehr, wo und wann wir Spinnenweben gefunden haben. Deswegen gehe ich einfach mal alles ab und gucke mir an, was ich so finde. Zum Beispiel hier haben wir Spinnenweben. Wunderbar. Aber komme ich hier nicht so hoch? Ah, hier nicht. Okay. Dann tanzen wir doch mal. Ich glaube, es war runter und A, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. Wunderbar. Dann klettern wir mal hoch. Hört euch das mal an. Das Geräusch, wenn die Spinne auf die Spinnnetze geht. Cool. Cool, ich brauche einen Schlüssel. Nein. Na gut, dann weiß ich, wenn ich einen Schlüssel habe, kann ich hier hoch. Oder muss ich hier hoch? Geht es nicht schneller? Moment, ich muss mich zurückverwandeln. Oh Gott, nein. Ja, toll, genau. Also das, wenn es jemals ein Remake dazu gibt, zu Shantae, dann muss auf jeden Fall geändert werden, dass wenn man sich verwandelt oder zurückverwandelt, die Zeit kurz anhält. Denn sonst können die Gegner voll in einen reinlaufen, was sehr nervig ist. So, oben links ging es zurück in das zum Ausgang. Da waren ja keine Spinnenweben. Ich gehe jetzt einfach mal hier rechts hoch und guck mal an, was wir da noch so finden werden. Die Vase allerdings kann ich jetzt wirklich verzichten. Da muss ich jetzt nicht nochmal hin für einen Edelstein oder ein Herzchen. Das will mir doch Schnurz. Egal, jetzt Moment. Wenn ich Geld brauche, werde ich auf jeden Fall nach Watertown gehen, um mir da bei dem Spiel mit den komischen Echsen da, mit den Chamäleons, die in die Stange hochlaufen. Haha, tatsächlich nicht. Die Stange hochlaufen, kann ich mir ziemlich viel Geld holen, ziemlich schnell. Das werde ich dann in Anspruch nehmen, denke ich mal. Hier geht's hoch. Okay, dann verwandeln wir uns so einmal. Ah, nein, das war der falsche Tanz. So. Müsste das richtig sein? Jawohl. Wunderbar. Gucken wir mal, was wir jetzt hier so Interessantes finden werden. Oben rechts. Denn wir sind ja sonst immer nur hier runtergerutscht und da... Ah. Aha. Erstmal ein paar Vasen. Hoffentlich... Ach ja, schön. 6 Edelsteine. Kann ich mich nicht beklagen. Und schon wieder ein Auge, okay. Wow. Oh, 2 Augen. Ist ja gar kein Zyklop diesmal. Na gut, verpassen wir die 2 Augen. Soll mich nicht stören. Macht euch mal beide auf. Ich hoffe nur, das Auge fliegt nicht da hoch. Und irgendwie... Und jetzt? Und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Ach, das muss wahrscheinlich nach oben gucken. Weil da das komische Ding hängt, oder nicht? Moment, ist das ein Spinnensymbol da drauf? Ich muss mal eben gucken, ob ich irgendwas damit machen kann, wenn ich mich in eine Spinne verwandeln kann. Vielleicht gibt es da ein Geheimnis. Nö. Anscheinend nicht. Nö. Okay. Na gut, dann eben nicht. Muss mal gucken, ob ich hier den dazu bekomme, nach oben zu gucken. Das wäre ziemlich klasse. Ja, okay, der guckt schon mal nach oben. Der linke... Ich darf den jetzt bloß nicht mehr raushauen aus Versehen. Das wäre ein bisschen doof. Also so weit wie möglich jetzt davon weg. Das andere Auge wieder raushauen. Ah, komm schon. Guck nach oben. Ja, wunderbar. Dankeschön. Jetzt wissen wir auch schon, wo wir den Schlüssel einsetzen müssen. Das ist cool, diese Rätsel. Ach, ich mag das Spiel.
Ah, hier verwandle ich mich besser in eine Spinne, sonst rutsche ich da wieder komplett runter. Ups. Ich habe verpasst, A zu drücken. So. Mist, Spinny. Lass uns mal hier wieder zurückgehen. Oh ja. Ich würde das auch gerne können, mich in so verschiedene Tiere verwandeln zu können. Es muss nicht unbedingt eine Spinne sein, aber... wäre auch schon cool. Vor allem, ich stelle euch mal vor, wenn man dann also als Riesenspinne rumlaufen kann und Leute erschrecken, das ist schon bestimmt lustig. Ja, komm, ich habe jetzt keine Lust, mich in einen Affen zu verwandeln. Ich glaube, das ist sowieso, es dauert genauso lange, mich in einen Affen zu verwandeln und dann da oben durchzukriechen, als wenn ich einmal runterspringe. Mir dabei noch eine Vase schnappe, die ich eigentlich gar nicht schon haben wollte. Und dann wieder hier hochklettere. Ups. Kletter auch hoch, schön, Teil, bitte. Danke. Dum, 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 dum. So. Jetzt wandle ich mich... Ach nein, Moment. Ich müsste erst hochspringen, weil sonst greife ich mich hier die ganze Zeit an. Das heißt, kann ich jetzt verzichten. Ich habe sowieso volles Leben. Runter und... Ah. Ich hoffe mal, dass ich bald noch irgendwie so Herzcontainer finde. Also ich muss mal gucken, dass ich dann mal so ein bisschen durch die Außenwelt reise und mir nochmal Sachen angucke, die ich übersehen habe, wo es eventuell interessante Sachen zu sehen gibt. Und dann, ups, so, hole ich mir einiges an Zeugs. Vielleicht mache ich das dann als Bonuspart irgendwie so, dass das... Oh, das ist der Stein. Geil. Shantai. Das ist lustig. Das ist der Zimmerstein. Nein, das ist die Kammer des Zimmersteins. Aber es gibt kein Anzeichen von Risky Boots. Wenn ich schnell genug bin... Ah, war ja klar. Anstatt zu reden, nein. Anstatt sich den Stein zu schnappen, nein, man muss erst reden. Ha! Oder, ha! Netter Versuch. Girly Girl. Mädchenhaftes Mädchen, was auch immer. Aber dieser Schimmerstein kommt mit mir mit. Sein magisches Feuer wird mein Wasser am Kochen... lassen, Dings, Bums. Wird mein Feuer ewig, wird mein Wasser ewig kochen. Was? Oh, nicht schon wieder. Oh, hallo, wer bist du denn? Ein unfreundlicher Zeitgenosse. Keine Zeit mich zu, oh Gott. Keine Zeit mich hier zu verwandeln. Was kann ich denn machen? Dich kann ich bestimmt nicht so verwunden. Das wollte ich jetzt nicht. Feuer aktivieren. Wie kann ich dich verwunden? Was ist deine Schwäche? Ah, so kann ich dich angreifen. Cool. Oh, oh. Ah! Ich muss also einfach seinem Rad ausweichen. Und wenn er dann kein Rad mehr ist, kann ich ihn angreifen. Das ist die Strategie. Wunderbar. Ey, bleib hier. Bleib hier stehen. Bleib stehen. Bleib stehen! Aua. Nicht reinrennen. Du sollst einfach stehen bleiben. Oh Gott. So. Der macht ja gar nichts. Das ist angenehm, so der Kampf. Bleib stehen. So. Nicht in mich reinrennen, bitte. Danke. Okay. Weg hier. Aua. Ich war nicht schnell genug. Oh Gott. Nein. Noch zweimal treffen lassen, dann bin ich Geschichte. Das möchte ich doch verhindern. So, komm. Komm. Ach, schade. Bleib doch stehen. Es ist doch viel angenehmer, wenn ich dich treffen kann, oder nicht? Du komisches Vieh. Nein. Weg hier. So. Jetzt ist er dann mal wieder nur so langsam. Komischer Boss. Wundert mich, dass der so einfach ist, dass man einfach nur draufhauen muss. Dass es da nicht irgendwie noch eine bessere Strategie zu gibt. Ja, komm. Ah. Aua. Oh Gott. Lass dich bitte schnell besiegen. Ja, ja, komm, 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 komm. Och, warum brennst du denn jetzt in die andere Richtung? Ja, komm, gleich hab ich dich fertig gemacht hier. Aber sowas von... Oh, weg hier. Mich treffen lassen. Huiuiui. Mal treffen lassen, ich bin tot. Nicht, das soll bitte nicht passieren. Oh, ich bin auch so blöd. Ich wusste, dass er runterkommt, aber ich wusste nicht, dass ich in der Mitte stehe. Nee. Okay, weg. Jautsch. So. Jetzt kommt der... Oh! Gemein. Der kam gar nicht runter. Der ist ja nochmal rumgefahren. Blöd, Mann hier. Komm, jetzt stirbst du dafür. Halt auf, wegzurennen.
Lass dich von meinem Zopf verprügeln. Aua. Oh. Was? Das war's? Cool. Ich dachte, ich müsste ihn nochmal von ganz vorne besiegen oder so. Klar, warum nicht? Soll mir recht sein. Silverstone! Yay! Einmal drehen. Und wir haben 3 der Steine. Einer fehlt noch. I did it. Oder ich hab's geschafft. Ich habe den Schimmerstein bekommen und es wird Nacht. Toll. Well, ich wusste doch, dass du mit meiner Hilfe es schaffen würdest. Also, was ist der Grund dafür, diese Steine zu sammeln? Das ist ein ziemlich gefährliches Hobby, nicht wahr? Ich habe keine andere Wahl. Risky Boots wird sie sonst benutzen, um irgendeine Doomsday-Waffe zu machen. Also eine Weltuntergangswaffe. Ich habe es schon geschafft, dass sie... Ich habe sie schon daran gehindert, den Dribbelstein zu holen, den Golemstein und den Schimmerstein. Wenn ich das... Was? Wenn ich den letzten kriege, kann ich nach Scuttletown und die anderen sollten sicher sein. Ah, diese Frau bedeutet schlechte Nachrichten. Oder dies eine der Gründe, warum wir unsere Karawane jede Nacht woanders hin bewegen. Ehrlich gesagt, bewegen wir uns im Morgen. Also, wenn du uns besuchen möchtest, musst du unsere Karawane erst finden. In der Zwischenzeit solltest du zu Berg Pointy, Mount Pointy, also dem Spitzenberg. Warum? Was ist dort? Der Twinklestone. Oh Gott, ein Twinklestone. Das erinnert mich ein wenig an Twilight. Twinkle Vampire. Glitzernde Vampire. Du hast die anderen 3. Und das ist der einzige, der noch übrig ist. Was? You don't have any warm... du hast nicht irgendwelche wärmen Kleidung, oder? Warum sollte jemand es wollen, warme Kleidung zu tragen? Keine Ahnung. Ich sehe dich später. Ja, auf so einem Berg ist es wahrscheinlich etwas kälter. Natürlich braucht man hier unten keine warme Kleidung, weil, natürlich, ist klar, es ist überall warm. Aber in dem knappen Outfit wird Chantae wahrscheinlich auf dem Berg ziemlich frieren. Und ich habe jetzt leider keine Ahnung, wo dieser Berg ist. Deswegen laufe ich jetzt erstmal... Wohin laufe ich denn jetzt? Ich könnte mich jetzt nach Watertown teleportieren. Und da ein bisschen spielen. Aber... Moment, war hier nicht eine Stadt oder muss ich hier erst durchlaufen? Ne, hier waren die Schnecken und danach kamen die die Schnecken und dieses komische Gesöcks. Geh kaputt. Aber... Ach, wisst ihr was? Ich teleportiere mich einfach nach Watertown. Und suche von da aus dann den Berg. Und dann spiele ich noch ein paar Mal dieses tolle Gecko-Spiel. Kamelenspiel. Also runter, hoch, rechts, links, BA. Runter, hoch, rechts, links, BA. Okay. Also runter, hoch, rechts, links, BA. War das richtig? Ja, das war richtig wundervoll. Und Watertown. Juhu. Wir uns einmal über die gesamte Karte gewarpt. Chantae möchte mal wieder nicht reingehen. Es ist immer wieder das Gleiche mit dir, Mädchen hier. Komm, geh doch mal da rein. Sei so nett und geh da rein. Bitteschön. Hallo. Mach doch mal, was ich dir sage. Oh, du blöde Kuh. Geh da rein. Nein, du sollst keinen Salto machen. Du sollst da reingehen. Dankeschön. So, Watertown Gates. Ob Squid hat. Ja, da müssen wir nicht mehr rein, haben wir schon alle. Bolus Gazebo. Item. Dann gucken wir mal, was wir da drin haben. Ich hab's schon wieder vergessen. Aber ich wette, davon brauchen wir nichts. Wobei, mal gucken. Hallo, was kann ich für dich tun? Lebensenergie wiederherstellen. Ja, nein. Ach, komm schon. Also, die Floatmuffins brauchen wir nicht. Das Exit Candy. Ach, nein, ich drücke die falsche Taste. Oh, Moment. Komm schon. Exit Candy ist, glaube ich, auch nur da, um aus so einem Labyrinth zu entkommen. Aber das brauchen wir nicht wirklich.
Useful for exiting Labyrinth. Ja gut, wir können es auch einfach nach sterben und rausgehen. Das ist genauso effektiv. So, 10 Flashballs. Attack from the distance. Nein, die waren doof. Ach, hier kann ich die Sachen kaufen. Boot, Sash, Cuff. Hold down, attack to charge up a mighty elbow. Also damit können wir einen Ellbogensprint machen. Und damit können wir während dem Ellbogensprint noch was machen. Alles klar. 500 und 900. Ich hoffe, das war jetzt auch in der Stadt mit dem... Oh nein, 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 nein. Das war in Oasis Town. Wo man die Geckos hatte, oder nicht? Firefly Shrine. Das Badehaus. Speicherraum. Dann muss ich erst nach Oasis Town reisen. Na gut. Aber dann wollen wir das mal machen. Denn wir haben nur noch einen Stein vor uns. Und danach wahrscheinlich das Finale. Und dafür möchte ich so gut ausgerüstet sein wie möglich und mir alles kaufen. Wir brauchen dann einmal 500. Dafür sind eine Fireflies. Ja, die werde ich mir dann wahrscheinlich auch mal suchen. Bonuspart. Also, Bonuspart heißt jetzt nicht, dass ich das erst nach dem Spiel machen werde, sondern ich werde dann einfach so ein Part zwischendurch machen, wo ich ein bisschen einfach nur suche. Das nenne ich dann Bonuspart, weil dann müsst ihr euch das nicht ansehen, falls ihr euch das nicht ansehen wollt und einfach nur sehen wollt. Weil ich finde das schade, das Ganze offscreen zu machen. Also das möchte ich nicht machen. Aber so ist es halt auch nicht schlimm, wenn ihr das nicht sehen wollt. Dann wisst ihr, aha, das ist nur ein Bonuspart, das ist eventuell langweilig, weil er sowieso nur rumsucht. Deswegen, ja, mache ich so. Aber erstmal nach Oasis Town. Die war doch hier links irgendwo, wenn ich mich nicht irre, oder? Dafür, glaube ich, nicht rennen. Oh nein, hier sind die blöden Würmer. Aber Moment. Kommt da nicht links Scuttle Town? Ich habe total den Überblick verloren. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall nach Watertown können wir ja ohne Probleme uns teleportieren. Das heißt, ich kann mir... Oh, schön Geld holen. Und dann dahin mich teleportieren, wenn ich die Gegenstände kaufen will. Und ja, mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo ich den Bonus herkriege für den GBA. Ich glaube, das war in einer Stadt, in der wir noch nicht waren, wenn ich mich richtig das erinnere, was ich gelesen habe. Aber das wird sich ja dann zeigen. Das möchte ich schon gerne haben, denn das, was man da bekommt, klang ziemlich verlockend. Deswegen wollen wir mal schauen. Erstmal muss ich hier diese Felsen überwinden. Die werde ich später mal genauer absuchen, noch wenn es Nacht ist, damit ich mal ein paar Glühwürmchen finde. Es wäre auch ganz cool, wenn ich Tag und Nacht ändern könnte. Dann könnte ich die besser suchen. Na, wahrscheinlich kriegt man dann, wenn man alle Glühwürmchen gefunden hat, einen Tanz, um Tag und Nacht zu ändern. So. Okay. Ah, lass mich in Ruhe. Blöde Würmer. Ich suche nach Glühwürmchen und nicht nach Würmchen. Nee, nee, nee. Dass ihr das auch mal falsch verstehen müsst. So, komm, du stirbst auch. Ja, da stehst du doch drauf. Boah, wie viel aushält in der Nacht. Furchtbar. Und hier war doch ein... Aber wie komme ich da hin? Nicht mit der Spinne, denn da sind ja keine Spinnennetze. Hier war ein Dungeon, der, ja, vielleicht, wenn ich die Warp-Skid haben will, dann mache ich dann auch einen Bonuspart, aber mal schauen. Hey, Lushanta, would you like me to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Your game has been saved. Wunderbar, dankeschön. Oh Gott, Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Naja. Oh Gott. Ich muss dann auf jeden Fall in Scuttle Town, oder ich glaube, also es kommt erst in Scuttle Town. Davon muss ich hin. Vor Oasis Town. Und ich muss unbedingt in einem von beiden dann mir den Warp holen. Damit ich hier nicht den ganzen Mist machen kann. Ich meine, Watertown ist ja dann, glaube ich, rechts. Also rechts von Scuttle Town aus gesehen. Ich bin so ein Volldepp. Ich bin so ein Volldepp. Okay, nochmal. Da, Spinne ausweichen. Ich bin selber eine Spinne, weißt du das? Oder ich kann mich in eine verwandeln. Lass mich da auch noch an. Mistvieh. So, na, der Teufel, der kann uns nichts anhaben. Und hüpf, so, das muss ich aufpassen, genau. Nicht, dass ich wieder in so ein blödes Loch reinfalle. Boah, okay. Ja. Ey, wie komme ich da hoch? Glück Anlauf, oder? Jawohl. Dum, 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 dum. Ich mich jetzt gerade einfach nur durch. Ach, da möchte ich gar nicht hoch. Moment, kann ich damit. Moment, kann ich da als Spinne hochklettern? Das muss ich mal eben ausprobieren. Weil dann sind ja einige Bereiche, wo ich noch hin kann. Dass es zum Beispiel eine Lebenskapsel gibt und so. Nein, als Spinne kann ich da nicht hoch. Oh, wie langweilig. Aber ich finde den Ausdruck von der Spinne cool, wenn die da runterrutscht.
Na gut. Na, ich verwandle mich zurück. Als Spinne bin ich nämlich viel zu langsam unterwegs. Ich möchte lieber rennen. Es geht als Spinne ja leider, leider nicht. So, hüpf. Nicht ins Loch fallen. Nicht ins Loch fallen. So. Jede Menge Spinnen. Ich glaube, wir haben es jetzt auch geschafft. Oh Gott, da muss ich erst hoch. Wir haben es jetzt aber auch geschafft, meine ich. Warum rutsche ich da nicht runter? Na, egal. Huch. Boah, wie groß ist denn der Wald noch? Ah, das ist der grüne Dämon. Okay, da muss jetzt wirklich gleich am Ausgang sein. Jawohl. Geschafft. Jetzt kommt noch das... Ja, das Feld, wo die komischen Vogelscheuchen rauskommen. Und dann... Oh Gott. Dann müssten wir bei Scuttletown sein. Hoffe ich zumindest. Dum, 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 dum. Vielleicht sollte ich den Feuerball aktivieren, damit ich hier besser durchkomme. Aber irgendwie habe ich keine Lust, ihn zu verschwenden. Ach, wisst ihr was? Feuerball, komm. Komm, aktiviere den Feuerball. Aktiviere den... Feuerball, dankeschön. So, wie oft der getroffen wird. Cool. Und jedes Mal lässt er einen Edelstein fallen. Das ist natürlich klasse. Oh, sogar einen großen. Okay, nochmal aktivieren. Damit mir die Vogelscheuchen auch keinen Strich durch die Rechnung machen. Ich hier einfach ohne Probleme durchlaufen kann. Und ich wieder sterbe. Aua. Oh Gott, das funktioniert doch nicht. Oh, mal einmal treffen lassen und ich muss wieder von ganz vorne anfangen. Da habe ich absolut keine Lust drauf. Ah, gut, ich habe es geschafft. Scuttletown. Mit den Elefanten. geh da rein, Shantae, geh da rein. Dankeschön. So, Scuttletown Gates, jawohl. Dance Parlor. Ob's gut hat. Da kann ich auch Geld gewinnen, oder? Hm. Mix Dock. Badehaus. Badehaus möchte ich wieder rein. Ja, aber ich glaube, ich werde die Warp Squids nicht hier einsetzen, sondern in Oasis Town. Weißt du, dann habe ich einmal auf der rechten Seite der Karte oder in der Mitte, ich weiß es ja nicht, wo die, wo der Berg ist, dann habe ich da auf jeden Fall einmal, nein, ich möchte nicht mit dir reden, dann habe ich da auf jeden Fall einmal den Warp hin und einmal ganz links. Und ich meine, in Scuttletown ist ja nichts Interessantes, da will ich ja eigentlich nicht hin. Das Einzige, was hier interessant ist, ist vielleicht der Dance Parlor. Aber mit den Chamäleons kann man eindeutig mehr Geld machen als mit dem Tanzen, soweit ich das jetzt bisher festgestellt habe. Deswegen lassen wir das mal. Nein, lass mich in Ruhe. Boah. So, Item Shop. Wieder raus hier. So, so, so. Ich muss jetzt auch was Interessantes machen noch in diesem Part. Wobei, gut, wir haben jetzt schon den Stein gefunden. Das war ja noch ziemlich interessant. Oh Gott, die... Oh, Lamias. Dafür brauche ich die Feuerbälle. Da sind die natürlich sehr gut geeignet. Zweimal mit dem Feuerball getroffen und kaputt, während ich hier mit dem Haar ewig brauche, um die fertig zu machen. Also da sieht man mal, wie stark der ist. Geht er durch? Geht er durch? Geht er durch? Oh. Ja, ich spiele das Spiel mit dem Controller. Deswegen, die Kreuze ist wahrscheinlich angenehmer zu spielen. Und einfacher, aber... Ach, das ist jetzt egal. Nee. Komm schon. Stell dich nicht so an. Oh, diese blöden zielsuchenden Geschosse von denen. Hör auf, mich zu nerven. Ja, genau, du triffst mich auch noch. Komm, dafür stirbst du jetzt. So. Wunderbar. Ich habe schon wieder die Hälfte meiner Lebensenergie verloren. Nicht gut, nicht gut. Aber dafür mache ich jetzt hier die Lamias fertig. Oh nein. Jetzt brauchen die natürlich doppelt so viele Treffer und treffen mich. Und warum aktivierst du keinen blöden Feuerball? Hm. Komm schon. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Mein Gott, ey. Mein Hass auf dieses Gebiet hier weg, wird gerade wieder zum Leben geweckt. Doch. Ist ja schön, wenn der Feuerball länger anhalten würde. Vor allem bei Nacht. So. Aber immerhin geben die mir immer schön Geld hier. Das ist ja auch schon was. Warum? Aktivier das doch mal. Mein Gott. Du bist gleich tot, Shantae. Willst du das? Willst du hier tot sein? Oder... Mann. Ich brauche den Affen. Ich will wieder in einen Dungeon. Die sind viel angenehmer. So. Ah. Ja, war ja natürlich klar. In dem Moment, in dem ich hochspringe, schießt das Ding auf mich. Ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Ach, was für ein Spaß. Ich verwandle mich jetzt da direkt in einen Affen.
weil die Gegner sind immerhin nicht mehr da. Das ist schon etwas, das wäre es auch noch, wenn die Gegner respawnen würden. Dann hätte ich, glaube ich, schon so einige Wutanfälle gehabt hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bitte dich, Shantae. Bist ein Halbgenie. Kannst du nicht einfach durchfliegen oder so? Nein, natürlich nicht. Bist natürlich nur ein Halbgenie. Mein Gott, ey. So. Hier hoch. Dum-dum-dum. Und hier runter. Und bloß in die Stacheln fallen. Das ist schlecht für die Gesundheit, wie wir gerade schon gemerkt haben. Dann stirbt sofort im Mega Man-Style. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Ja, komm, hier, Risky Boots, ich will dich nicht sehen. Hau ab, verpiss dich. Verschwinde von meinem Bildschirm und vom Bildschirm meiner Zuschauer. Wir wollen dich auch nicht sehen. Na gut, vielleicht schon, aber ich will dich nicht sehen. Also, verschwinde. So. Jetzt muss ich die ganzen Viecher nochmal besiegen. Erstmal gehe ich nochmal ins Badehaus. Mein Gott. So. Ja, du grinst auch schön. Du hast schon mitbekommen, dass ich so oft sterbe. Kann ich nicht kaputt machen, schade. Ist auch nicht. Na gut, dann tschüss, du grinsende Frau. Ich werde jetzt eine andere Stadt besuchen. Nein, ich weiß, wie man ein Item benutzt. Ja. Ist gut. Lass mich in Ruhe. Nein, ich möchte... Ach, ich dachte, das wäre der Ausgang. Ich möchte hier nicht hin. Bitte, da sind die Aus, das ist der Ausgang. Und jetzt auch noch Nacht. Na, komm. Aber die Lamias sind jetzt bestimmt wieder da, oder? War ja so klar. Ja, trifft mich direkt mal. Aus Prinzip, ne? Aus Prinzip trifft mich jede Lamia mindestens einmal. Was, jetzt habe ich... Oh, du blöde Kuh. Die hat mich getroffen, während ich das Ding aktiviert habe und ich habe trotzdem eins verloren. Das ist doch Beschiss. Das hat sich nicht aktiviert, aber ein Item ging verloren. Ist. Pff. Mann. Mann, oh. War hier unten nicht noch irgendwas? Genau, hier kam ich nicht rein. Brauche ich hier vielleicht als Spinne? Kuckuck. Willst du hier aufmachen für mich? Nein? Nein? Vielleicht kann ich da als Elefant durch. Moment. Ich bin mir sicher, ich habe das schon versucht, aber ich versuche es einfach nochmal. Das war unten links. Okay. Versuchen wir es mal. Unten links. So, weil wir uns dann hier durch... Ah, nicht schnell genug. Verdammt. Verdammt! Da oben ging es auch nicht durch. Jetzt Affe, das habe ich auch schon versucht. Geh kaputt! Ah! Dann halt nicht. Toll. Na gut. Immerhin, wenn ich jetzt sterbe, komme ich wieder in der Leiter raus. Habe ich mir schon ein kleines bisschen Weg gespart. Ja, du kannst mich mal... gerne haben. Du kannst mich jetzt auch... Ja, genau, triff mich gleich nochmal. Ist klar. Warum nicht? Aktivier das Ding! Du, warum aktivierst Shantae das Ding nicht? Ich drück nach oben und B, um es zu aktivieren. Aber Shantae reagiert oft nicht, einfach nicht. Komm schon, ja, ich hoffe, das reicht noch aus. Immerhin etwas. So, diesmal ging es sofort, komisch. Stirb einfach. So, runter und rechts. Immerhin haben wir jetzt mittlerweile schon 400 Edelsteine. So, bevor die schießt. Da ist da bestimmt noch eine. Hier irgendwo. Ja, ich wusste es. Aktivier das Item. So. So, wunderbar. Du musst auch sterben. Dankeschön. Ich mag es, wenn ihr sterbt. Okay, noch ein Checkpoint in Form einer Leiter. War ich hier unten eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch egal. Das gucke ich mir später mal an. Ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie ewig nochmal zu gucken. Das mache ich später. Verspreche ich euch. So, erstmal hier durchrasen.
Und... ich kann ja nicht gegen diesen blöden Schuss verteidigen. Komm. Jawohl. Oh, Leute, ich hab's geschafft. Oh, glaube ich bestimmt wieder gegen so einen blöden Kaktus, aber das ist mir... Ah, ich bin falsch gelaufen. Hier komme ich ja gar nicht nach... Ah, ich bin so doof. Jetzt ist bestimmt die Lamia auch wieder da, oder? Ah, ah ja. Ja, genau. Toll, wieder einen Schuss verschwenden. Ach nee, den habe ich noch. Aber das reicht garantiert nicht mehr, um die fertig zu machen, oder? Doch. Wow. Denn ich muss ja die Leiter runtergehen, um nach Oasis Town zu gelangen. Da links komme ich ja nur zu dem Tempel, zu dem Labyrinth. Da möchte ich jetzt gar nicht hin. Boah, ich muss dann echt Warp Squids setzen. Das ist ja eine Tortur, hier durchzulaufen. So. Teufelchen, du kannst mir gar nichts. Du auch nicht. Ja, oh, ein Herz, cool. Das ist sogar hochgesprungen. Ich konnte es noch einsammeln. Immerhin etwas. Dann machen wir mal weiter. Was ist da eigentlich? War da rechts was? Ich weiß es nicht mehr. Ja, komm. Geh kaputt. Die sind wenigstens angenehm zu bekämpfen. Die machen nichts. Kann man einfach... Aua. Ach, blöder Kaktus. Kann man einfach so besiegen? Oh nein, nicht die. Nicht die. Blöde Mistkühe, ey. Die sind alle nur neidisch auf Shantae. Weil Shantae viel besser aussieht als sie. Das ist nur so ein Zickenterror hier. Klopp, klopp. Geh kaputt. Wow, die brauchen sogar in der Nacht nur 2 Treffer mit dem Feuerball. Das ist immerhin gut. Die sind nicht so nervig wie die Lamias. Bam, bam, bam. So. Ich habe nur noch 2. Ich muss dringend neue kaufen. Aktivier es bitte. Oh Gott. So. Dumm, dumm, dumm. So. 1 noch. Ja gut, dafür brauche ich keinen Feuerball. Das kann ich auch so fertig machen mit meinen Haaren. Bam, bam, bam. Wie Indiana Jones mit seiner Peitsche. Bloß halt mit einer Haarpeitsche. Oh, aber 454 Edelsteine schon. Ja, weißt du was, du bist mir jetzt egal. Ich schaffe einfach weiter. Aber, ja genau, du nimmst auch keinen Schaden von den Kakteen. Das finde ich ein bisschen gemein. Cheaten. Ja, du kannst mir nichts. Oh, was? Oh, ja, ist klar. Komm, geh mir nicht auf den Sack. Friss meinen Feuerball, bitte. Danke. Oh, es ruckelt ein bisschen. Wahrscheinlich, weil zu viele Sachen auf einmal auf dem Bildschirm passieren. Es ist halt, wie gesagt, noch immer nur ein Game Boy Color Spiel, das noch gewissen Begrenzungen unterliegt. Auch wenn es nicht so scheint. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Oasis Town angekommen. Erstmal ins Badehaus, um die Lebensenergie wieder aufzufüllen und dann speichern. Igitt. So. Wobei, soll ich sofort speichern? Erstmal zu Warp Squid hat. Bla 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 bla. Ja, ja, das weiß ich ja schon, dass da versteckte Höhlen sind. Die Gecko-Kammer gehe ich gleich rein. Sky Sanctuary, Item Shop. Warp Squid hat, da möchte ich rein. Damit ich endlich mal einen Teleport hier hinbekomme. So. Bla 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 bla. Ja, ja, bla bla. Jetzt muss ich jedes Mal einzeln für jeden Warp Squid, aber das ist mir jetzt wert. So. Goldener Warp Squid. Würdet ihr mir die Warps sofort geben, dann könnte ich eure Kinder viel effizienter zurückbringen, weil ich dann mich einfach mal durch die Gegend bewegen könnte, aber nein. So. Ja, ja. Runter, hoch, rechts, rechts, BA. Alles klar. Dankeschön. You can perform this dance anytime you like to walk back to this town, day or night. Okay, alles klar, dankeschön. Oh, das sollte das Reisen jetzt erstmal wesentlich angenehmer machen. In den Item-Shop gehe ich auch rein, denn ich möchte mehr Feuerbälle haben. Die sind verdammt nützlich und die brauche ich. What can I do for you? Fireball, Cream Candy, Mints, Storm, was ist das? 20 Storm Park? Ach nee, die sind doof. Achso, die Flashballs sind nützlich, aber die... Oh nein, die hat ja keine Feuerbälle, die hat nur Pikeballs. Na gut, dann vergiss es. Pikeballs habe ich nämlich noch. Ich weiß zwar gerade nicht, wie viele, aber 4. Die Pikeballs sind nicht so gut wie die Feuerbälle. Ach, naja, wo ist das Speicherhaus? Da ist das Speicherhaus. Speichere ich mal eben. Und wenn ich gespeichert habe, hole ich mir noch ein bisschen Geld von den Geckos.
Und dann gucken wir mal. Hello, Shantae, would you like me to save a record of your travels? Any previous information will be lost, bla 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 bla. Okay. Dann kann ich mir nämlich endlich den Ellbogen-Dash holen. Den möchte ich doch gerne haben. So, wo haben wir denn hier? Warp Squidward, Item Shop, Sky's Hatchery. Da, gehen wir doch mal rein. Und spielen ein paar Runden. Ja. So. Sorry, we're close to... Oh, die haben natürlich nur tagsüber offen. Dann gehen wir so lange noch ein bisschen raus und machen die Gegend unsicher. Badehaus, Speicherraum, Oasis Town Gates. Juhu. Raus hier. Dann wollen wir mal. Ich gehe jetzt mal nach links und guck mir an, ob ich da irgendwelche Geheimnisse finde. Was ist das nochmal? Das ist auf jeden Fall irgendwas Unschönes. Aber naja, wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun, als dieses komische Vieh zu bekämpfen. Und es gibt uns noch schöne Edelsteine, was natürlich auch gut ist. Alter! Alter, was? Ich kann das gar nicht... Ich kann ihm gar keinen Schaden zufügen. Was zum Henker? Ernsthaft? Was geht hier denn ab? Oh mein Gott, ich bin gleich schon... Oh, da kann ich rein. Das sehe ich, da brauche ich den Elefanten für. Aber hier war ich auf definitiv noch nicht. Nur einmal am Anfang. Diese Viecher sind echt komisch. Boah. So, machen wir hier. Dankeschön. Und rein da. Da ist nämlich bestimmt irgendwas Schönes drin, was ich gut gebrauchen kann. Zum Beispiel ein Teufelchen da unten. Juhu. So, da ist nichts. Okay. Du stirbst. Du stirbst auch. Aua. Ich sagte, du stirbst nicht. Ich sterbe. Och, dankeschön. Was? Da ist nix. Da komme ich nicht weiter. Wollte mich... Eigentlich... Okay, da komme ich echt nicht weiter. Ja, toll, ich dachte, ich habe hier eine schöne Höhle gefunden. Und toll. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Mal schauen. Oh Gott, was ist das denn? Unschönes Nicht-Reinfallen. Na gut, ich habe noch ein Leben. Das soll mir jetzt egal sein. Dann komme ich halt zurück nach Oasis Town. Und, oh Gott, ich lass mich einfach in Ruhe, du blödes Mistvieh. Komme ich eben zurück nach Oasis Town und dann muss ich zurücklaufen. Solange erforsche ich hier das Ganze nochmal und gucke mir an, was wir so Schönes finden können. Es ist Tag. Das war, glaube ich, die Verwandlung zum Affen. Das wollte ich nicht. Zum Elefanten. Ich möchte wenigstens noch ein bisschen gucken, was hier so alles ist. Vielleicht ist da auch die neue Stadt. Vielleicht geht es ja hier zum Berg. Ich weiß es nicht. So, bam. Nein! Blöder Elefant. Ach komm, kein Bock mehr. Ich will zurück nach Oasis Town. Ja, ja, Risky Boots, ist mir egal. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal gerne haben, ja. Ja, ja, komm hier. Post du mal schön. Ist mir egal. Immer noch ein Elefant. Ein Elefant im Porzellanladen, ja. So, Bob's Good Heart, Item Shop. Ich möchte genau hier hin, zu den Geckos. So es Tag ist, kann man ja auch schön suchen. Hi there, who there? Welcome to the Gecko Match. Market to the top and win big for a 5-game entry fee. You can get into the action. What do you say? Ja, komm, mach mal hier. 5 Edelsteine kann ich locker berappen. Wer bist du denn? Let the games begin. 5. Ups. It's tied, it's okay. Ist einfach, ich muss einfach immer, wenn da eine 6 zu sehen. Boah, wie gut ist die denn? Mein Gegner. Nein! Die ist viel zu gut. Mein letzter Gegner war einfach. 1. Hallo, willst du mich verarschen? Oh Gott. Wieso denn eine 1? Oh. Ich verliere mein ganzes Geld. 4, immerhin. Irgendwas mache ich falsch. Beim letzten Mal war das so einfach und jetzt... 5, immerhin. Komm, das kann man noch schaffen. Das schaffen wir ja. Los, Shantae. 3-3, okay. Noch sind alle Chancen offen. Nein! Oh Gott, 280 haben wir verloren.
Oh mein Gott, ja, nochmal. Komm schon. Dich besiegen wir. Ich muss meine 280 Edelsteine wiederholen. Okay. Ja. Nein! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, at 15 Games, komm. 4. Jawohl. Diesmal läuft das doch wesentlich besser. Natürlich weitermachen. Wir müssen. Wir können doch nicht nur mit 60. Wir haben gerade 260 verloren. Ich brauche dringend mehr. 6. Jawohl. Ja, die Fischfrau machen wir fertig. So. 6 nochmal. Ich glaube, den Dreh habe ich jetzt wieder raus, wie es geht. Muss mich mal genau richtig stoppen. 5 immerhin. Wunderbar. Wie viel kriegen wir? Plus 100, das heißt 310. Jawohl, natürlich versuchen wir es nochmal. Wir können hier richtig Geld abstauben in kurzer Zeit. Natürlich auch ziemlich viel Geld verlieren, aber wenn ich den Dreh jetzt raus hab, oder auch nicht. Ja, natürlich, komm. Was soll das denn? Jetzt gewinnt die wieder, oder was? Komm schon. 6, ja, geht doch hier. Ich wollte schon sagen. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, komm. Ups, so, 6. Perfekt. Mein Gecko wird gewinnen. 6. Nein! 1. 6, geht doch. Jetzt machst du nur 1. Oh, das wird knapp. 4. Oh, nein. Komm schon, Chantae. Na, ich kann jetzt nicht aufgeben. Wieso 2? Nein! Oh, das kann doch nicht wahr sein. 360 verloren. Was? Gerade eben waren es noch 260. Oh Gott. Komm, einmal noch. Ich kann hier nicht mit einem Verlust rausgehen. Ja. Toll, Gleichstand. Komm schon, mach weiter. Also, tut mir leid, dass ich gerade auch nicht so viel vernünftiges Zeug von mir gebe. Denn ich muss mich ein bisschen darauf konzentrieren, dass ich das hier gewinne. Ein bisschen Geld abstaube. Denn das werden wir gebrauchen. Oh, komm schon. Ich darf jetzt nicht verlieren. Nein! Oh, komm schon. Nein! Komm, 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 bitte, 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 bitte. Nein. 360 verloren. Oh nein, komm schon, wie viel haben wir jetzt? Wie viel haben wir noch übrig? Das sieht man natürlich nicht. Wie viel habe ich jetzt noch übrig? Das ist doch bestimmt nicht mehr viel. 152. Wir haben 350 ins... Oh nein, komm. Ich muss das jetzt wiederholen. Ich brauche das Geld. Ich habe gerade eben 500 gehabt. Okay, nein, ich hatte 400, aber 450 oder so. Komm. Blöder Gecko. Das war doch beim ersten Mal so einfach. Ja, Full Game 5 Game Entry. Komm schon. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Geld, um überhaupt da noch viel zu bieten. So. Warum? Irgendwie bin ich zu schlecht geworden. 6, ein toller Gleichstand. Na, immerhin besser, als wenn sie gewinnen würde. Schon wieder Gleichstand. Ich drück doch immer, wenn die 6 zu sehen ist, meine ich. 1. Ne, das war doch keinesfalls eine 1. Oder ist das zufallsbasiert? Das wäre unfair. Komm, ich kann doch nicht schon wieder gewinnen. Dann habe ich nämlich gar kein Geld mehr. Wieso eine 1? Ich hab doch... Ich verzocke hier mein ganzes Geld. Das ist unglaublich. Das... Oh. You lost all 280 of your games. Ich habe gar nicht so viele Games. Du Blödmann. Ja, versuchen wir es nochmal. Idiot, ich habe nicht so viel Geld. Ich hab nicht mal so viel Geld dabei.
Ey. Ach, die cheatet doch. Bestimmt sind meine Würfel manipuliert. Komm, 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 komm. 3, jawohl. Komm, ich mach deinen Gecko fertig hier. Nein, warum hat die eine 6? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, los. 6, jawohl. In your face. Diesmal gewinne ich. Diesmal gewinne ich auf jeden Fall. Ach, du bist... Da. Komm schon, einmal noch, komm. Lass mich das gewinnen, lass mich das gewinnen. Na, ey, das kann nicht wahr sein. You lost all 450 of your games. Sorry, Kicked, but you should have cashed out. Ich hab nicht mal 450. Willst du mich verarschen? Ich kann es immer wieder versuchen, obwohl ich nicht so viel Geld habe. Toll, jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Wisst ihr was? Ich werde jetzt nicht speichern. Denn wenn ich speichere, habe ich kein Geld mehr. Ich habe bei 500 Edelsteinen gespeichert. Das heißt, ich mache einfach aus. Ist zwar cheaten, aber ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt vollkommen egal. Von daher mache ich jetzt auch den Part zu Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und joa. Ein etwas enttäuschtes Ciao und bis später mal.